Wir haben schon auf die schnellsten Arbeiter der Welt reagiert. Wir haben schon auf die schlauesten Arbeiter der Welt reagiert. Wir haben auch schon auf primitive Arbeiter reagiert, die irgendwelche krassen Sachen bauen. Aber Leute, heute reagieren wir mal auf die dümmsten Arbeiter, die einfach wirklich... Denn passieren Sachen, wo ihr euch so denkt, oh nein, die können gefeuert werden, oh nein, oh nein, oh nein. Wenn ihr davon auf jeden Fall mehr sehen wollt, Freunde, lasst auf jeden Fall einen Like da, lasst uns heute mal wieder die 5000 Likes schaffen und auch noch auf den Abo-Button und auf die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich würde mal sagen, wir fangen direkt mal an hier. Es geht los mit Bierkisten ausladen, ja. Und so schnell geht's, so schnell bist du wirklich... Oh, ey, das muss echt, auch das ganze Ding wieder aufzuräumen, ne? Bruder. Oh. Kriegt ihr erstmal hier Sachen ins Gesicht. Der, das macht, sieht aber spaßig aus, ne? Oh mein Gott, ey. Die Frage ist, wer räumt das alles wieder auf, ne? Das ist halt einfach nur belastend. Ja, wenn man mal eben so in seinem eigenen Laden was kaputt macht. Oh nein. Oh mein Gott. Ey, aber schon, ey, lustig, Digga. Das ist schon irgendwie lustig. Aber ist ja nicht der Sinn der Sache. Ja, das war's dann mit den Steinen, Alter. Presto-Farmer, er setzt sich auf den Presto-Farmer drauf. Oha, das kann aber auch gut in die Hose gehen, Mann. Ey, komm, das war schon nice. Oh. Hä? Was macht der Polizist? Nein! Oh mein Gott, der Polizist! Oh mein Gott, sein Wagen! Digga, lauf doch schneller, Mann! Ey, komm, das ist aber richtig peinlich, Alter, wenn man vergisst, die Handbremse so anzuziehen. Ja, und Alter, das war's dann auch mit dem Wagen. Warum macht man sowas? Digga, die fliegt sowas von weg. Die wird so weggeschallert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alles auf Arbeit, ne? Alles auf Arbeit. Neben ist auch so ein Typ, der noch arbeitet. So, der hat jetzt hier fast sein Haus fertig. Ja, das muss auf jeden Fall gut wehtun, ohne Spaß, Mann. Das wird gut wehtun. So, Kettensäge hier. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich stelle vor, die Kettensäge wäre noch an. Aber ich glaube, das löst sich dann oder so, ne? Yo, das war's denn mit dem ganzen Haus. Oder mit dem Schuppen, besser gesagt. Das war's denn damit, ohne Spaß. So schnell geht's. Ja, Ikea im Lager. Da hat wohl jemand einen Job weniger. Ah, oh nein, Digga. Das Auto. Ist es der Plan oder was? Oh, Alter, das Auto ist... Klein... Das ist weg, Digga. Aber ich glaube, das war geplant. Oh nein, die ganzen Holzstämme. Oh mein Gott, er kippt. Oh mein Gott, beide kippen zur Seite. Ja, herzlichen Glückwunsch, Alter. Ohne Spaß. Der, ich dachte, das Auto fällt ja auf ihn drauf, aber nein, er rennt einfach gegen den Autoreifen, Mann. Komm, das ist einfach nur blöd. Das ist einfach nur dumm. Und jetzt hier fällt die Decke auf ihn, oder was? Oh nein. Oh doch. Aua, Digga. Aua, aua, aua. Hä? Lol. Jetzt kommt er da nicht mehr weg. Er ist gefangen. Das ist ein Trick. Er ist gefangen. Er kommt da nicht mehr weg. Ich schwör's euch. Das ist ein Trick, Leute. Man kann sich nicht mehr hochziehen. Das geht nicht. Er ist jetzt gefangen. Die könnten jetzt theoretisch den Typen die ganze Zeit da so sitzen lassen. Der ist jetzt gefangen. Ohne Spaß, Mann. Oh, wie mies. Ohne Spaß, Alter. Der hat jetzt richtig Bock auf die Arbeit heute. Wie mies, Alter. Schlitzt einfach den Zementsack auf. Oh nein. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der ist ein Job los. Oh nein. Alter. Der ganze Baum fällt auf das schöne Haus. Das war, glaube ich, auch nicht so geplant. Nein, er hat beide Biere gefangen, die eigentlich rausgeflogen wären. Aber nicht das dritte. Also Mann, ey. Oh nein, Digga. Oh, schon wieder so einer, der vergessen hat, Handbremse ranzuziehen. Nein.
Das tut weh anzusehen, ne? Das tut echt weh anzusehen. Man packt es doch wenigstens, also wenn man einen Schaltwagen hat, macht man auch wenigstens eine Handbremse rein oder legt einen Gang ein oder so, wenn man den Wagen ausmacht. Digga, aber... Naja. Oh mein Gott. Das ist auch schon so Karma-mäßig. Oh, hier. Billardtisch. Oh nein. Alter, hat sie gerade ihr Eis fallen lassen oder ist es da weggespritzt? War das ihr Eis? Der schöne Teppich, Mann. Warum macht sie sowas? Ja, wenn man wieder zu viel Langeweile im Office hat, ne? Oh. Mit der Sackkarre, Alter, fällt er da runter. Ah, das muss wehtun. Ich glaube, der hat sich verletzt, ey. Nicht lustig. Ja, ich glaube, der hat sich verletzt. Ja. Yep. Warum sagt ihr genau das, was ich gerade gesagt habe? Hä? Oh nein. Nein, Bruder, lenk doch. Lenk doch. Oh nein, was macht der jetzt? Was macht der? Okay, nochmal alles gut gegangen. Nichts umgefallen, so wie eben. Alter, Döller kann man doch nicht mehr gegen die Glasscheibe laufen. Nein, ich mach den nicht nochmal, oder? Oder? Nee. Peinlich, Digga. Ich würde absolut wieder nach Hause gehen. So, jetzt tragen die hier den Schuppen, oder was? Das geht doch nicht gut. Ja, das war's dann auch mit dem Schuppen. Der war wohl nicht tief genug. Der LKW oder der Anhänger. Nein, nein, nein. Oh, wow, wow, wow. Aber standfest, muss man sagen. Standfest. Das Ding ist nicht zusammengebrochen. Boah, ich glaube, das Ding wiegt richtig viel, Mann. Viel Spaß, es wieder auf LKW rauf zu bekommen. Alter, der ist ja völlig ausgenockt, Mann. Aua, 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 aua. Kleiner Schwächeanfall, Mann. Aber ich glaube, so ein Sack, der richtig schwer war. Yo, alle so am Arbeiten. Was denkt sich der Typ? Ich fall mal von der Decke. Ich mach das jetzt mal so. Ich fall jetzt einfach mal von der Decke. Das war auf jeden Fall sein Auftrag. Ey, ohne Spaß. Phobie, wenn ich abgeschleppt werde, dass irgend so ein Vollidiot meinen Wagen abschleppt. Und vergisst dann, es irgendwie anzuhaken. Audi, der ist da an den Schädel. Ey, wenn ihr auch mal sehen wollt, wie ich VR-Spiele spiele, lasst mich gerne wissen mit dem Like, Freunde. Ja, und der Poolreiniger ist jetzt auch im Pool. Ha, beste Leben, Digga. Der wird sich freuen, ey. Oh nein, Digga. Baggerfahrer, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Alter. Wie krank war das denn, Mann? Und das war's auch noch mit dem Wagen. Richtig geil, Alter. Richtig geil. Ja, das tut einfach nur weh, sowas anzusehen. Das tut einfach nur weh. Oh. Ey, komm, aber er hat alles gegeben. Er hat Einsatz gezeigt. Alles dafür, Digga. Alles dafür. Einsatz gezeigt. Der hat sich selber in die Eier gehauen damit. Oh nein, renn, Bruder. Renn, 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 renn. Was macht der denn? Renn doch! Oh, 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 oh mein Gott. Ja, da war wohl nicht zu viel Gewicht auf der anderen Seite. Oh mein Gott, Digga. Wo ist das denn? Das würde locker zusammenbrechen. Safeball, das Haus bricht zusammen. Ja, irgendwie war da gefühlt zu wenig, ja, Stützung. Aber ich glaube, es war auch geplant, dass sie es abhauen, oder? Weil sie haben gejubelt. Oh, hier. Bullerei, Freunde, die Polizei. Oh, Digga. Auf die Fresse geflogen. Ein bisschen peinlich, ne? Vor allem, wenn er noch gefilmt hat. Ein bisschen peinlich. Der Arme. Grund. Der Arme, ohne Spaß. So ein Brite oder hier Australier. Oh mein Gott. Was ist das? Ja. Der denkt sich auch so, irgendwie haben wir jetzt ein Loch im Wohnzimmer. In der Decke. Oh
Okay, alles klar, Digga. Ohne Spaß, Mann. Wieder mega Clips gewesen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, haut auf jeden Fall auf den Like-Button und auf den Abo-Button. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, vielleicht auch wieder schnellste Arbeiter, vielleicht wieder mehr dümmste Arbeiter. Lasst mich gerne wissen, Freunde. Das soll es gewesen sein. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.